TV Talvi aus der Stabhochsprung-Fraktion. TV Talvi war schon immer ein Stabhochsprung-Verein und ich bin letztes Jahr als Trainer hier noch neu dazugekommen, weil wir einfach mehr in den Stabhochsprung investieren wollten. Mittlerweile sind wir von 8 auf knapp 22 Athleten angestiegen. Und es geht steil bergauf. Wir haben mittlerweile immer mehr Athleten bei den Schweizer Meisterschaften, konnten jetzt 2 Silbermedaillen in der U20 holen, haben auch 2 Männer, die stark auf die 5 Meter zugehen. Und deswegen sind wir hier mit dem folgenden Projekt. Wir brauchen eine größere Stabhochsprungmatte. Bei der stetsigen Stabhochsprungmatte, die ist mittlerweile 20 Jahre alt, hat schon ein bisschen ausgedient und ist auch nicht mehr den aktuellen Standards entsprechend. Also man kann hier keinen Wettkampf betreiben. Das ist nicht möglich. Und wir sparen deswegen für eine neue Matte, mit der wir halt mehr Sicherheit für die Athleten haben. Wie gesagt, Leute springen mittlerweile 5 Meter. Das ist ein bisschen gefährlich hier, vor allem sie hat zum Beispiel kleine Vorkissen oder ähnliches. Man braucht ein bisschen mehr Sicherheit nach rechts und links, um solche Höhen solide springen zu können. Plus wir brauchen Ständer. Wie sehen, haben wir nur hier so ein paar Stangen, wo wir uns mithelfen können. Und ja, wir hoffen darauf, mit einer neuen Matte im Winter viel, viel besser trainieren zu können. Wir sind dann eine der wenigen Hallen in der Schweiz, in denen man wirklich effektiv Stabhochsprung machen kann und alles hat. Und ja, mit Wettkämpfen im nächsten Jahr würden wir dann gerne starten mit einer neuen Matte und hoffen darauf, dass wir noch mehr Leute zu den Schweizer Meisterschaften holen und den Stabhochsprung in Talwil so richtig, richtig groß machen. Danke.